Stop- und Trade-Management. Ja, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Ich habe ein Setup, ich habe einen guten Broker, ich habe einen günstigen Einstieg, ich habe einen Trade laufen, hoffe auch, dass der sich für mich entwickelt. Was, wenn nicht? Wo nehme ich Gewinne mit? Wie arbeite ich weiter? Da sind wir am Punkt Stop- und Trade-Management. Möglichkeiten gibt es dergleichen wieder viele. Das hängt von Ihrem System ab, hängt von Ihrer Psyche, von Ihrem Ansatz ab, den Sie eben verfolgen, den Sie im Ideal eben auch backgetestet haben, um zu wissen, wann sind die Erfolgsfaktoren am besten. Und dann können Sie hier beispielsweise mit einem festen Take-Profit arbeiten, also einem festen Take-Profit-Ziel, was zum Beispiel, wie gesagt, beim Trendfolgetrading auf jeden Fall über 2 liegen sollte. Also Sie sollten immer das Zweifache Ihres Risikos verdienen, eher noch sogar das Dreifache, und dann haben Sie den Trade im Sack. Dann wird er automatisch geschlossen. Oder Sie haben dann die Möglichkeit, mit einem variablen Take-Profit ab einem bestimmten Punkt einen Teilverkauf zu machen. Und wenn die Bewegung sehr stark ist, dann so zum Beispiel beispielsweise nach dem Erreichen von einem R, also das Risiko, was Sie verdient haben sozusagen, wenn Sie da die Gewinne vom Tisch nehmen, oder nach 2 R die Gewinne vom Tisch nehmen, dann haben Sie praktisch Ihr Risiko beschränkt, / komplett abgefedert und können den Resttrade sozusagen durchaus mittellangfristig laufen lassen, um vielleicht mal eine richtig große Trendbewegung mitzunehmen. Ja, also ein DAX mal mehrere 100 Punkte oder auch mal den Euro-US-Dollar mehrere Cent mal richtig zu handeln. Das ist durchaus möglich. Das hängt aber, wie gesagt, immer wieder auch von dem ab, wie Sie rangehen an den Markt und was Ihre Vorgehensweise ist. Das muss eben ganz klar sein. Darüber hinaus gibt es noch Ausstiege wie der SMA 20, also nochmal ein gleitender Durchschnitt, der bei vielen Händlern im Fokus ist tatsächlich. Also der SMA 20, der ist sehr beliebt und dient auch als sozusagen Trailing Stop, ja, der hinter der Position nachläuft. Und wenn der Preis eben unter dem 20er schließt, dann ist der Exit da. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Möglichkeiten, Preiskanäle, der Parabolix SAR oder auch Umkehrsignale. Das heißt, wenn Sie jetzt in einem Long-Setup sind und dann kommt plötzlich ein Shooting-Star oder eine negative Heike-Nashi-Kerze, die dann eine bärische Farbe annimmt, ja, dann ist die Frage, ob ich den Trade eben weiterspiele oder eben dann Gewinne mitnehme, weil die Gefahr besteht, nach einer schönen Aufwärtsbewegung, dass eben eine Konsolidierung stattfindet. Das muss man wissen. Zu guter Letzt der Zeitstopp. Etwas, was ich sehr gern und immer gebrauche. Bei mir sind es so etwa 7 bis 9 Perioden Maximum, also eher eigentlich 5 bis 7. Das heißt, wenn ich einen Trade eingehe, wie eben auch vorhin zum Beispiel bei dem Beispiel gesehen, und der Trade gewinnt an Fahrt, dann ist es wunderbar. Was aber, wenn der Trade nicht an Fahrt gewinnt? Dann muss ich natürlich sehen, ab welcher Zeitperiode das Ganze sich für mich erledigt hat. Und wenn das Ganze jetzt, wir sprechen mal vom Stundenchart, ja, Sie gehen rein in den Markt und nach 4, 5 Stunden ist immer noch nichts passiert, dann ist natürlich das Signal, also Ihre Einstiegslogik, die Sie hatten vor 4, 5 Stunden, schon ein Stück weit hinfällig. Und da haben wir die Situation, dass das Setup, also die Idee Ihres Einstiegs, natürlich hinfällig wird. Ja? Je weiter sich die Periode entfernt von Ihrem Einstiegspunkt, desto unwahrscheinlicher die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt dann tatsächlich Ihr Setup erfüllt. Das muss man auch wissen. Und da gibt es eben die Faustregel, also sagen wir mal 7 bis 9 ist schon sehr ausgedehnt. Ich würde sagen eher 5 bis 7 aus meiner Praxis. Ich höre immer wieder auch von 7 bis 9. Das muss man für sich eben selbst entscheiden. Aber ganz wichtig, dass Sie das natürlich wissen. Und so ein Zeitstopp ist für mich auch elementar, um entweder den Trade komplett zu schließen oder das Risiko rauszunehmen, wenn er schon ein Stück weit angelaufen ist. Aber hier spielt die Zeit buchstäblich gegen Sie. Ja, also wenn Sie ein Einstiegssignal haben und die Perioden gehen so dahin und dass wirklich was passiert, dann lieber den Trade schließen und nach der nächsten besseren Chance suchen.